So, damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von meinem Halo Let's Play. Und ja, hier ist alles ziemlich düster und dunkel und es regnet. Und hier werden einige mysteriöse Sachen geschehen, beziehungsweise wird sich hier einiges ab jetzt schlagartig ändern, was die Gegner betrifft. Ja, ja. Sterbt ihr auch mal bitte oder noch? Ach, ich erzähle darüber einfach so gern. Ich hätte hier hoch gekonnt. Hier hoch oder wäre ich hier da schon gewesen? Ich wäre schon längst unten in dem Gebäude drinne so. Wenn man das schon weiß, dann kann man das ja auch mal erzählen. So, und jetzt beginnt der Wahnsinn. Einen Move zeige ich euch jetzt mal. Voll geil eigentlich. So, so. Bam. Voll geil. Ja, war jetzt nicht die Granate war jetzt nicht perfekt, aber so an sich hat es ja geklappt. Nice. Oh, weg, 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 weg. Geht mal hier weg. Ihr könnt auch gleich mal weg. Perfekt. Und durch. Hier laufe ich auf der Map tatsächlich. Laufe ich echt Gefahr, mich zu verlaufen. Guck mal, der hier. Ich werde keiner von euch. Lieber sterbe ich. Sucht euch ein anderes Versteck. Die Biester sind überall. Stellt euch tot. So habe ich es gemacht. Totgestellt. Sie haben die Lebenden geschnappt. Oh Gott, ich höre sie immer noch. Monster. Lasst mich in Ruhe. Sarge, Mendoza, Vicente. Sie sind alle weg. Sie haben sie... mitgenommen. Fort sind sie fort. Sie sind fort. Kapiert? Fort. Mich kriegen sie nicht. Oh Gott. Ich will nicht werden wie sie. Bitte nicht. Bitte nein. Alles klar, Alter. Dazu gehört, kommt noch was. Er will nicht werden wie sie. Hier liegen Leichen und hier brennt alles. Mysteriös, mysteriös. Oh, ich hoffe, es klappt. Ja. Boom. Nein! Hä? Ich habe mich geduckt und bin durchgebackt. Das ist mir noch nie passiert. Ach du Scheiße. Oh Mann. Hey, geil. Und ich finde es bei mir halt immer so witzig irgendwie. Ich habe immer, wenn man mal kurz Selbstbewusstsein zeigt, ja. Also kurz, man zeigt kurz Selbstbewusstsein oder sagt, man kann das und das. Macht es und dann verkackt man direkt. Ich immer, immer. Wenn ich mit meinem Bruder zocke oder so, ich sag gerade, oh ja, ich habe einen Lauf, Alter, läuft gerade. Dann bin ich tot. Was war's denn? Oh, jetzt sind wir drüben. So, perfekt, jetzt geht's weiter.
Warum müssen wir uns dauernd diesen alten Kram anhören, Sarge? Weil dieser Kram ihre Geschichte ist. Er soll euch Ledernacken daran erinnern, wofür wir den Kopf hinhalten. Also, wenn die Allianz diesen Teil meiner Geschichte auslöscht, ist's mir nur recht. Ja, besser das als uns. Bieten Sie es Ihnen nächstes Mal an, Vicente. Wir werden Ihnen sicher gern helfen. Der Test sieht gut aus. Ich bringe uns runter. Los, los, los! Dranbleiben, Jenkins! Mendoza, Bewegung! Warten Sie auf den Captain und seinen Trupp und dann rein. Sir! Okay, gehen wir! Das ist doch irre! Sehen Sie sich das an! Irgendetwas hat ihn aufgerissen und die Innereien zerfetzt. Was ist das? Plasmatreffer? Möglich, keine Ahnung, ein Unfall. Von den eigenen Jungs aus Versehen erschossen. Was gibt's, Sergeant? Sieht wie eine Patrouille aus. Knallharte Eliteeinheit. Alle tot. Reizend. Freunde von Ihnen? Das wüsste ich. Fein. Machen wir diese Tür auf. Ich versuch's, Sir. Sieht so aus, als hätte die Allianz sie ziemlich gut verriegelt. Ausführung. Ja, Sir. Ich hab so ein mieses Gefühl. Sie haben nie ein gutes Gefühl bei etwas. Sergeant, hörte mich! Was geht hier vor, Soldat? Wir haben Sentor-Kontakte, jede Menge. Aber die sind nicht von der Allianz. Sie machen uns platt. Nein, nein! Corporal, hören Sie mich? Mendoza, sehen Sie zu, dass Sie zum zweiten Trupp kommen. Finden Sie raus, was hier los ist. Aber... Keine Widerrede, Soldat. Ich habe einen Befehl erteilt. Hören Sie, Sarge. Was ist das? Wo kommt das her, Mendoza? Von überall. Es ist... Da! Schaut! Ruhig bleiben! Ruhig bleiben! Salz ihn! Sergeant, wir sind umzingelt. Verdammt, Jenkins! Feuern Sie endlich! Es sind zu viele, Sarge! Versuchen Sie das nicht, Mary! Das ist Wahnsinn! Kommen Sie zurück! Das ist ein Befehl! Jenkins! Was war da denn los? Und jetzt geht's ja hier auch endlich mal weiter. Die Flat stand da unten links, rechts gerade. Sorry. Und ja, die werden uns jetzt begrüßen hier. Die Kleinen. So. Das war zu früh. Viel zu früh. Ah, schade, jetzt habe ich keine Granate mehr für die jetzt kommen. Ne, die hatten ja auch keine Granaten bei. Weg mit die Viecher. Oh nein, ey.
Boah, jetzt werden wir übelst angegriffen. Quasi Zombie-Apokalypse. Und ich hätte nicht durch... Bin ich dumm? Warum laufe ich denn durch die durch? Ach nee. Na, da habe ich jetzt vielleicht auch wieder eine Granate denn. So, sind wir wieder da, wo wir eben waren. So, jetzt aber. Oder? Hä, wie viel sind denn da noch? So, jetzt aber. Die Granate ist nicht explodiert, weil ich dem, wo die dran war, abgeschossen habe. Na, das ist ja ganz toll. Komm her, ihr Ekelhaften. Ich krieg immer, oder habe früher immer von den Geräuschen von dem, von den Viechern, Hunger gekriegt, weil sich das anhört wie Magenknurren, finde ich. Damit. So, hier geht's lang. Ich hoffe es. Wie gesagt, hier verlaufe ich mich gerne mal, ne? Aber nein, ich habe mich nicht verlaufen. Noch sind sie unbewaffnet. Noch ist das nicht schwer. Okay, ich bin mir gerade irgendwie nicht mehr sicher, ob ich mich jetzt verlaufen habe. Oh, hoch, schnell. Nee, jetzt bin ich wieder richtig. Perfekt. Ja. Ja, und hier gehe ich aus Prinzip schon immer falsch. Hier hätte ich gleich da. Seht ihr? Oh Mann, ey. Das passiert mir wirklich immer. Jetzt haben wir endlich mal eine Shotgun, Alter. Das ist geil. Jetzt haben diese... Platz, Parasiten, keine Chance mehr. Ach, keiner gesehen. Ah, jetzt habe ich die Stelle verpasst. Ich glaube hier. Hier ist richtig. Ja. Oh, Gott sei Dank. So. Das schaffe ich nie. Ich hab's geschafft. Das muss ich ausnutzen, Leute. Das schaffe ich sonst nie. Geil. Oh, oh, wäre ich mal von Anfang an auf Schnelligkeit gegangen. Schade. Ah, egal. Cool. Einfach nur auch mal an sich glauben. Obwohl ich das gerade gar nicht getan habe, weil ich es gar nicht erwartet habe, dass es klappt. Aber Hauptsache mal einen Poetenspruch rausballern. Nicht wahr, nicht wahr, nicht wahr. So ist das. So. Hier sind wir auch noch unsichtbar, bin ich gar nicht gewöhnt. Aber jetzt hört sie auf. Perfekt. Hier bin ich lieber vorsichtig diesmal, ey. Oh oh. Scheiße, jetzt kann ich durch, oder? Oh, nicht schlagen, nicht schlagen, nicht schlagen. Weg mit euch. Muss hier mal schnell durch. Oh. Ich habe gerade für einen kurzen Moment gedacht, ich verkack's. Weiter geht's, Leute. Hier wird nicht rumgeheult.
So. Dum, 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 dum. Ich weiß gerade nicht mehr, was ich erzählen soll, weil das Level fast vorbei ist. Ha. Geil. Weg damit. Auf jeden Fall schon geil, Alter. Als Kind hatte ich aber auch selbst vor denen keine Angst. Nur vor der einen Stelle da, die ich meinte in dem anderen Video. Nee, war. Oh Mann, nein. Weil ich mich auch umdrehe zu denen und mit denen kämpfen will. Ja, ja. Und dann sterbe ich. Genau wegen sowas. Hör auf zu jaulen hinten. So, jetzt machen wir das Level mal vorbei. Machen wir mal das Level vorbei. Ich rede manchmal Sachen, das ist der Wahnsinn, ne? Aber das Gute ist, auch wenn ich mich manchmal verspreche oder meine Grammatik so übelst falsch ist, ne? Mir fällt das wirklich auf. Also keine Sorge. Auch beim Schreiben, wenn man mit mir schreibt, ja, ich schreibe scheiße, ich schreibe richtig schlecht. Als hätte ich durchgehend Sechsen in Deutsch bekommen. Habe ich aber nur wegen meiner Schrift. Also mal schlechte Noten. Ist wirklich so gewesen. Mir hat mal ein Lehrer erzählt, dass er sich drei andere Lehrer dazu gerufen hat, um meine Klassenarbeit zu entziffern. Seht ihr, jetzt bin ich nicht stehen geblieben. Und jetzt klappt's auf einmal doch ganz schnell und leicht. Ja, ich habe auf jeden Fall, ich sage ja immer, oh, so welche, ich habe eine schlechte Schrift und dann ist die eigentlich ganz gut. Aber meine ist wirklich schlecht. Wir sollten in der Grundschule Texte abschreiben. Einfach nur abschreiben. Es stand alles richtig da. Da hatte ich eine 5 drauf oder eine 6, weil man halt wirklich nichts lesen konnte. So, jetzt haben wir es geschafft. Der wird uns jetzt begleiten. Guten Tag. Ich bin der Illuminat von Einrichtung 04, 343 Guilty Spark. Jemand hat die Flak freigesetzt. Ich soll dafür sorgen, dass Sie innerhalb dieser Einrichtung bleiben. Ich benötige Ihre Hilfe. Bitte, hier entlang. Chief, Ihr Signal war weg. Wo waren Sie? Chief, Chief! So, und das war es jetzt wieder mit der Folge. Da, ich habe es eigentlich mal in 7 Minuten geschafft. Anstatt in 12, aber naja, ging jetzt relativ fix. Nur das eine Sterben war jetzt ein bisschen unnötig, fand ich. Aber naja, ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall trotzdem gefallen und ich würde sagen, lasst es euch gut gehen. Wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder und tschüss.